Peggy 18. Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War. Im letzten Part von God of War haben wir dieses Ding gefunden, um die Türen auch öffnen zu können. Also wir haben ja es genommen. Gefangen. Sie hat es wirklich getan. Eine Walküre? Ich dachte, das sind nur Geister. Nehmt euch in Acht, Jungs. Eine echte Walküre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Sie greift nicht an. Weiß sie, dass wir hier sind? Beweisen Sie Ihr Mut. Eine Walküre besiegen. Okay. Ja, wir haben die Hälfte schon verloren. Ich vergesse mal wieder ausweichen. So, ein bisschen Heilung brauche ich. Oh. So, am besten kann ich mich regenerieren lassen. Ach, ein zweites Mal geht nicht. Ah, schade. Ja, neu. Neuladen. Das ist halt eine Nebenquest, die ein bisschen, wie soll ich sagen, schwer ist. Haben wir jetzt volles Leben? Okay. Warte, ich muss Fähigkeiten nehmen, die mir Schaden machen natürlich. Die Wölfe waren nicht schlecht. Woher weiß er das eigentlich? Ah ja. Ja, gut. Da waren eigentlich die anderen Angriffe besser. Also vorhin habe ich es viel besser hinbekommen. Mein Schild nützt hier halt auch nicht wirklich viel. Götter kann ich töten, aber eine Walküre kriege ich nicht hin. Sehr lustig. So,
Ist doch eigentlich ein großer Witz. Okay, der Strahl war ja eigentlich nicht schlecht. Der macht halt mehr Betäubung. Wir nehmen mal den. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, was war das nochmal? So, das wollte ich eigentlich hier. So. Diese arme Flügel. Ihr habt mein verderbtes Dasein beendet. Ich bin euch auf ewig dankbar. Doch meine Schwestern sind noch immer gefangen. Nehmt meinen Helm. Findet sie. Befreit sie. Das Schicksal der Walküren ruht auf euren Schultern. Okay. Das Schicksal der Walküren. Klingt ziemlich wichtig. Also, das ist noch untertrieben. Was weißt du über sie? Eine gute Frage, doch nicht so leicht zu beantworten. Ich weiß mehr als die meisten, doch viel von ihrer Geschichte ist geheimnisumwoben. Meine persönliche Erfahrung mit Walküren endete mit meiner Gefangenschaft. Du weichst der Frage aus, Kopf. Wie gesagt, es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wie oder wieso sie zu solchen elenden Kreaturen wurden, aber wenn wir vielleicht noch mehr von ihnen befreien... Wir sollen gegen noch mehr kämpfen? Das Schicksal der Walküren, Junge. Eine würdigere Aufgabe gibt es nicht. Das wird gefährlich. Das hat euch noch nie abgehalten, oder? Gute Einstellung. Einen legendären Gefallen. Sie haben einen legendären Gefallen begonnen. Verdorbene Walküren sind mächtige Geschöpfe, die sich in den Tiefen der verborgenen Kammern von Odin und ihren anderen Reichen befinden. Sie besiegen... ist nicht einfach, erfordert mächtige Ausrüstung. Finde und besiege sie alle verdorbenen Walküren, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und legendäre Belohnungen zu erhalten. Legendär. Also Gunis Helm. Oder Gurs Helm. Der Helm der Walküre Gurn? Eine Spur ihrer
Geistes ist übrig und sehnt sich nach Vereinigung mit ihren Schwestern. Okay. Feder der gefallenen Dieners. Legendär. Zauber. Erhöht die maximale Sprintgeschwindigkeit leicht. Okay. Asgard-Stahl. Legendär. Asgard-Metall, das bei Valkyren-Rüstungstrümmern zu finden ist. Verleiht Rüstung, Knäufe und Talisman beim Herstellen und verbessern Valkyrenkraft. Valkyrenkraft, okay. Okay, das ist nochmal dasselbe. Ja. Also hat sich mehr oder weniger gelohnt. Er hat ja recht gehabt, dass hier was Spezielles ist. Also der Junge. Etwas Gefährliches. War ja jetzt auch nicht ganz so leicht. So, wir können theoretisch einfach hier das Portal nutzen und so schnell wie möglich zurückkehren. Ah. Ich finde es interessant, da steht hier, hier können sie noch nicht reißen. Das heißt, irgendwann können wir das. Vielleicht, wenn wir das Spiel jetzt abgeschlossen haben. Sollst du dich Freya den Jungen mal ansehen? Nein, es geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jötunheim lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von hier. Die Türen liegen unter seinem Tempel, seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jötunheim. Okay. Hallo, hey. Muss euch zwar um einen weiteren Gefallen bitten. Okay. Was willst du, Zwerg? Ich habe noch eine Spur zu meinem Kumpel Andvari. Treff mich bei den Landsüderminen. Ist auch eine Menge hübscher Beute für euch drin. Noch eine Spur? Aber wir haben ihn schon gefunden. Naja, zumindest eine Hand von ihm. Ich erklär's euch bei den Minen. Diese hier sind südlich der Flusslande. Wollt ihr zwei jetzt irgendwas oder steht ihr einfach nur faul da rum und starrt Löcher in die Luft? Ja, wir starren jetzt Löcher in die Luft. Ist das gut? Hat den Ring in den Volundra-Minen von Advaris Hand gerissen. Der Kerl hat immer mit Seelen, dunklen Ritualen und Dingen der Nacht herumgeputscht. Wisst ihr? Kann ich dich treten? Allein der Klang seines Hammers auf Metall reichte aus, um ein Feuer köstlich anzuheizen. Mist, ihr haut besser ab, bevor mir hier zu heiß wird. Was hat euch so durcheinander gebracht? Bewegt euch! Okay. Hey, es geht das Gerücht um, jemand hätte das Großmalmark nie erledigt. Ihr wisst nicht zufällig etwas darüber, oder? Wäre das denn gut oder schlecht? Schlecht für euch, wenn sein Vater es herausfindet. Aber mir soll es recht sein, wenn hier ein Ase weniger herumfurzt. Und darum spendiere ich euch die nächste Verbesserung. Wirklich? Nein. Die nächste Verbesserung. Wow. Also, wo müssen wir jetzt genau hin? Oh, das war die falsche Taste. Scheint wieder irgendwas mit der Schlange. Da steht Reise.
Valkyries Gruft liegt hinter dem magischen Schloss. Ach so. Sehr schön. Wow, ich kann nicht glauben, dass wir Tyrs Gruft betreten. Noch so ein Ding. Noch so ein Ding. Das ist Tyr, aber das mittlere Bild fehlt. Moment, ich dachte, Tyr war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen geliebt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenken. Hey, ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptychon haben? Okay. Dann los. Sieh es dir selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Was, wenn du ohne mich eine benutzen musst? Es ist nicht schwer. Atreus. Komm, du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt. Manch... Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Ja! Oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich doch deinen Vater. Ups. Hab ihn kaputt gemacht. Nein. Bleib weg! Nein! Wir sehen uns wieder! Bruder, der Junge! Atreus. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Okay. Ja gut, meine lieben Leute, ich würde eigentlich sagen an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play God of War. Also danke, habt ihr eingeschaltet. Jedenfalls, macht's gut. Habt einen schönen Tag. Tschüss! Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel.
Asche? Zwei, letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Die Axt, die du da hast, du musst sie gut behandeln. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer.